So, und da bin ich auch schon wieder zurück und schau mal einer, guck. Ich habe es geschafft. Es hat gar nicht mal so lange gedauert, glaube 10 Minuten oder so. Wenn überhaupt. Naja, ich hatte so 2-3 Kämpfe, aber egal. Was ist in der Truhe? Mit silbergefüllter Beutel. Der ganze Weg dafür. Ja, da. Jedenfalls geht's hier drunter lang. Und dann nach oben. Aber das kann ich euch gerade nicht zeigen, weil offenkundig darum. So, na dann, genau falsch. Egal. Ich mach euch alle. Jetzt wollen wir mal diese Pissleute von diesem scheiß Götterkampf da. Ja, Mann. Das Böse ist, die Echse greift immer noch an. Scheiße. Haha. Okay, freie Bahn mit Marzipan. Wir können machen, was wir wollen. Und in meinem Fall würde ich sagen, Heilung ist eine ganz gute Idee. War gleich wichtiger Kampf. Dich nicht mehr angreifen zu lassen, weil ich brauche keine Energie gleich. Aber egal. Vernichte sie. Puff. Thus ends your lesson. Yeah. So, also hier, ne, war nach rechts und dann irgendwie nach oben einen Weg finden und dann konnte man hier rauskommen. Ist aber Schiss, das sieht doch aus wie eine Ecke da, wo du nicht weiter. Egal. Egal. Ich gehe jetzt einfach hoch zu Erhard und gucke, ob er da die Schlangen bekämpft, die Echsenmenschen oder mit denen gemeinsame Sache macht. Ich tendiere zu letzterem, weil ich glaube nicht an anderweitiges Zeugs. Andererseits sind wir in Kapitel 3 und vielleicht gibt es ja wie bei Ophelia am Ende von Kapitel 3 voll den geilen Twist. Wer weiß, wir werden sehen. Nicht nur bei Ophelia, bei Cyrus war das ja genauso, oder? Ich glaube, sind die beide gerade gleich auf? Dammit. Wo ist Cyrus? Da, Kapitel 4. Sag ich doch. Na dann. Dann gucken wir mal, ob es hier einen Twist gibt oder nicht. Aber vorher speichere ich hier noch. So, mal gucken, ob die Spielzeit. Okay, 14 Minuten lang oder so. Na, sagen wir 10 Minuten lang habe ich die Truhe noch gesucht. Auf in den Kampf. Ulbrich, Aces, what in the name of the gods are you doing here? Let's deal with these first. We can talk later. Fair enough. Ulbrich, of all the... How long has it been, Erhard? Lass erstmal casual talken, ne? Long. Too long. I need to... That sounded close. Didn't think they'd venture this far. Those are the leaders of the Horde. If we slay them, the rest will be easy to disperse. I'll take the right. Then the left is mine. Be careful. These beasts are more cunning than they look. When they fight together, they are stronger than the sum of their parts. Try not to get yourself killed. Likewise, Ulbrich. Was passiert jetzt, wenn wir ihm folgen? Können wir ihm folgen? Nein, können wir nicht. Will jemand aus der Party irgendwas dazu sagen? Mir scheint nicht so. So. Ihr seid also das Ungetüm.
There. Das muss einer ihrer Anführer sein. Du stehst ganz vorne, als wolltest du dein Gefolge decken. Selbst du hast etwas zu beschützen. Und nun gehe dafür unter. Denn ich habe niemanden. Außer alle Leute. Ich werde weiter üben, während ihr fort seid. Und dann, wenn ihr zurückkommt, werde ich noch stärker sein. Und dann könnte ich vielleicht... Fare thee well. Wenn ihr getan habt, was auch immer ihr tun müsst, dann kommt bitte her zurück und besucht uns. Wie weit die Reise euch auch führen wird, hier wartet immer ein Zuhause auf euch. Now then. Was immer auch geschieht, gebt einfach euer Bestes. Schon bald werden wir feststellen, ob das reicht. Männer, formiert euch hier zu einer Linie. Lasst kein einziges dieser geifernden Monstren durch. Mögen die Götter eure Klingen führen. No. Nein. Ich habe etwas zu beschützen. Als Ritter konnte ich weder meinen König noch mein Reich und auch nicht meine Landsleute beschützen. Doch als fahrende Klinge habe ich viel gefunden, die meiner Stärke bedürfen. Ritter des Reichs oder gewöhnlicher Vagabund, ich bin noch immer ein Schwertkämpfer, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann die Schwachen, die Unschuldigen und die Gütigen beschützen. Prepare yourself. Dieses Mal werde ich sie nicht enttäuschen. Ich werde siegen. I will not fail. Das werden wir sehen. Wollen wir eine kleine These starten? Ich würde meinen, mit Eismagie sind wir ganz gut bei. Freeze. Verdammt! Warum? How about you? Keine Ahnung, Wolfreck, aber. Theoretisch tausend Speere vielleicht? Go! Auch nicht. Okay, Philly. Klerikerfähigkeiten, aber sofort. Zumindest irgendwas trifft hier heute. Ja, ich finde auch. Los, Rage Shield. Auch kein Feuer. Scheiße. Oh, geil, wieder ein Schwächenlocker. Wie ich sie hasse. Naja, wir haben immer noch die Jägerfähigkeiten, also Pfeilhagel! Ich hasse es, wenn sie einfach gegen alles gefeilt sind. Jetzt kriege ich die Viecher so weg. I'll do my best. Nutzen nochmal die Lumineszenz, wir haben gerade eh keine wirkliche Wahl. Hätte sein können, dass ihr Schwächen teilt. Wäre schön gewesen. Okay, du Mann, benutze mal einen Blitzschlag, vielleicht hilft's. Ja! Victory shall be mine! Okay, wir haben was. Donnervogel! Out of my way. Oder auch nicht. Na, wartet. Was nehmen wir denn? Blitzschlag oder das andere? Ah, ich weiß, was ich mache. Oder? Weiß ich das? Ich muss das Viech aus dem Weg räumen. Okay, es hat die anderen beiden gekillt. Also ist das egal, was ich zuerst mache. My turn now.
Mach du mal bitte ein Heilen für alle. Das war nämlich schon relativ el fatal. What next? Du, mein Freund. Gut, dass seine Schwächen mal wieder unlocked sind. Okay, was können wir noch versuchen? Du kannst es mit dem Schwert angreifen. Ja, Mann. Jetzt mal wieder eine Analysefähigkeit. Okay, Äxte. Und ich nehme an Speere. Haben wir einen Speer? Also, Blitze schlage. Wir können es mal ausprobieren. Ah, okay. Keine Speere. Na klar, keine Speere. Hatten wir am Anfang auch nicht. Das Gute ist, Schwerter sind scheißegal. Davon haben wir so viele, die können wir einfach einsetzen. Eingehen müssen wir also keine Sorgen machen. Keine Ahnung, was hätte ich mir gerade sparen können, verdammt. Mal gucken, was das denn für krasse Kriegerfähigkeiten. Kreuzschlag sieht ganz gut aus. Na, benutzt den mal. Watch my blade dance. Damn. Jetzt fangen wir so langsam an, Angriffe zu haben, die mir gefallen. In der Theorie müsste dieses Mistvieh null Chance haben. In der Praxis würde es wahrscheinlich anders aussehen. Vor allem, weil ich jetzt alle meine Boostpunkte verballert habe. Aber egal. Heiliges Licht. Ja, Mann, oder Frau. Oh. You think you'll stop me with out of this? My way. Well, maybe you're right, but not for long. Herrsch, komm, Energie-Team. Wenn jetzt nicht irgendwas Krasses rausholt, dann sind wir ganz gut. Wer wird irgendwas Krasses rausholen? Nein, das können wir uns sparen. Oh, warte mal, wir nehmen das hier. Ja, ha. Therion. Blitze schlage! Gebrochen. Nicht gerührt. Okay, du sammelst am besten mal ein bisschen was. Und blitzt währenddessen weiter. Du benutzt mal kurz deinen Heiler, damit wir alle wieder ein bisschen oben auf sind. Danke, Liebling! Okay. Olbrich, bist du wieder bei uns? Nächste Runde, ich merke schon. So, Cyrus, hast du noch ein bisschen? Du hast noch ein bisschen. Okay, das dürfte drin sein, so ein Blitzschlag, ne? Ja. Okay, ausweichen. Au. Hau zurück hier. Ist nicht, weil geht nicht. Penner. Cyrus? Donner ist weg.
Not bad. A passing. Zum Glück haben sich die Resistenzen aufgelöst, aber war ja sowieso nur Licht, von daher. Solange ich Donner habe, geht das. Ich brauche nur eins von drei Elementen. Was im Prinzip die Hälfte aller anderen Elemente ausmacht. Aber egal, wir haben es und kriegen ganze 550 Erfahrungen. Und eine Echsenkönigsaxt. Die muss ich mir mal ansehen. Es ist vollbracht. Ich sollte Erhard suchen.